Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Wir üben weiter die Verben mit festen Präpositionen. Sie müssen diese Verben lernen mit der Präposition, also die Struktur. Sonst können Sie keinen grammatikalisch korrekten deutschen Satz bilden. Die Struktur, die wir heute behandeln, jemandem, Dativ, mit etwas, Dativ drohen, oder auch jemanden, aber jetzt Akkusativ, mit etwas, Dativ, bedrohen. Nummer 1. Die Mutter droht dem ungehorsamen Kind mit Strafe. Nummer 2. Der Arbeitgeber droht dem unpünktlichen Arbeitnehmer mit Kündigung. Nummer 3. Er hat uns mit der geballten Faust gedroht. Rechts, die Grafik zeigt eine geballte Faust. Nummer 4. Der Bankräuber hat die Bankangestellten mit der Schusswaffe, mit einer oder mit seiner Schusswaffe bedroht. Nummer 5. Wer jemanden mit einer Waffe bedroht, begeht eine Straftat. Er kann bestraft werden nach dem Gesetz. Nummer 6. Nur mit Worten drohen ist noch keine Straftat. Hier also ohne Artikel, das ist ganz allgemein. Nur mit Worten drohen ist noch keine Straftat. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Tschüss.